Was geht ab, YouTube-Freunde? Hier ist euer Face wieder mit einer neuen Let's Play-Folge zu Outriders. Wir zocken wieder mit unserem Trickstar, Stufe 22, Weltstufe 9. Wir sind in der Waldenklave und zur Story-Missy müssen wir uns jetzt gleich mal einen Überblick verschaffen. Ich starte jetzt einfach mal die Folge und würde sagen, viel Spaß. Ich hatte, glaube ich, zuletzt einfach mal so ein paar Nebenmissionen abgeklappert und die Maps ein bisschen erkundet. Und jetzt wollte mal wieder zu Trenchtown reisen. Da müsste ich noch so einige Jagdmissionen abgeben. Aber wir gucken uns das gleich mal zusammen an. Verfolge Sherlock, Asyl, Missionskarte, genau. Wir sind hier in der Waldenklave. Wir hatten auch hier nur noch lokal die Mission Asyl. Was muss ich denn nochmal machen? Verfügbare Mission gezinkt, hatte ich doch gemacht. Nachdem, Moment mal, wo ist denn hier? Ne, okay, gezinkt ist eine Nebenmission, die ich schon längst beendet hatte. Ich glaube, verfolge Sherlock ist schon eine, Skurlock, ich sag die ganze Zeit Sherlock. Sherlock, oh Gott, Leute, scheiße, Skurlock. Oh Gott, wie peinlich. Genau, ich hatte mich noch gefragt, was hier in diesem Gebiet ist, aber anscheinend können wir da noch nicht hin. Da ist keine Mission, wird wahrscheinlich noch kommen. Und wir müssen jetzt um Skurlock zu verfolgen. Wenn du nicht gesagt hättest, dass wir schon mal wahrscheinlich zur nächsten Map. Okay, wie lange das dauert? Kann ich jetzt immer noch nicht entscheiden, wo ich mich hinporten werde? Hier stellt Skurlock sein Gegengift her. Die wenigsten wissen, was drinnen passiert. Und woher weißt du's? Hab ihm damals damit geholfen, bis er einen Freund von mir gefangen nahm. Ich hätte es wissen müssen. Rette Sahedi, Stufe 23. Okay, das kam mir so abrupt. Wo bin ich denn jetzt? Die Festung. Okay, kann ich mich jetzt nicht kurz porten, Leute? Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu aufdringlich. Ich darf doch wohl ohne Sahedi mich kurz mal in eine andere Map porten oder dahin fahren. Hier ist es ja fahren. Nee, kann ich nicht. Krass. Okay. Ich muss jetzt erstmal hier bleiben. Na gut. Ich möchte ja nichts erzwingen. Okay, haben wir irgendwelche Tagebuchnotizen? Skurlock hat hier sein Labor. Krass, aber ich kann echt lange nicht zurück irgendwie. Soldaten. Sie werden dich nicht willkommen heißen. Sag mir einfach, was sie von Sahedi wollen. Nichts Gutes. Du musst dich beeilen, sonst ist es spät. Ja, was heißt beeilen? Ich muss ja gucken, ob ich hier Loot und sowas finde. Aber ja, ich werde mich beeilen. Okay, hier haben wir schon mal was. Ich bin Stufe 23, aber ich habe keinen Klassenpunkt erhalten. Null. Schade. Okay, ich bin hier richtig. Okay. Mir ist einfach gerade bewusst geworden, ja, manche Maps sind ein bisschen größer, manche ein bisschen kleiner, aber letztendlich sind alle überschaubar, finde ich. Alle Maps. So schlauchartig. Ein schlauchartiges Level-Design. Halt! Hallo, wie geht's? Ich möchte zu Dr. Sahedi, bitte. Hier ist kein Durchgang! Und ich sag das nicht nochmal! Oder so. Warum dann überhaupt einen auf nett gemacht? Schlag Alarm, wir werden angegriffen. Wir müssen Skurlock und das Gegengift schützen. Skurlock. Geh wieder zurück, oh, den hat ich nicht besiegt. Also immer mit der Ruhe, jetzt nicht nochmal sterben. Hier haben wir noch so einen. Boah, die Waffe ist krass. Das war ja so ein Fetter. Den ich jetzt ganz schnell gelegt habe.
Krass. Schon heftig, die Waffe. Ja. Oh, mein Aim ist aber nicht so heftig. Egal, komm. Zack, zack. Hallo, hallo. Dieses Klemmen ist so gefährlich. Ach, wir schießen von dort. Habt ihr das gesehen? Okay. Ja, nicht nachladen. Das ist noch nicht down. Okay. Jetzt probiere ich mal was. Ein bisschen mal den Front. Okay. Schnell hier hoch. Okay, das ist auch down. Aktiviere mal hier meine geliehene Zeit. Oh, dieses Nachladen macht alles kaputt. Oh, ich kann da nicht hin. Okay. Immer schön mit der Ruhe. Okay. Da kann ich von hier aus nicht hin, ne? Oder? Doch. Nee, kann ich nicht. Alter, was ist das für ein Level? Okay, da ist der. Achso, das ist aber so ein normaler Gepanzerter. Ja, komm, komm. Komm, komm. Alter, wie viel schluckt der denn? Okay. Hinter mir. Oh, 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 da oben, da oben, da oben. Was sind das denn hier für Gegner jetzt? Was sind das denn jetzt für Gegner? Ich sterbe gleich. Ich brauche einen Überblick gerade. Da oben. Also ein bisschen auf die Minimap gucken. Was ist das für ein Leben? Was hat er da für ein Leben? Jetzt ernsthaft? Das ist nicht deren Ernst, ne? Dass das jetzt so lange dauert. Ich glaub's nicht. Alter. Oh Gott. Kann er nicht markieren? So, jetzt. Der muss sterben. Okay. Der wird auch markiert. Komm, stirb. Nein. Okay. Ich aktiviere mal meine geliehene Zeit, damit sie wieder die Abklingzeit startet. Das ist wieder so ein heftiger Beschützer. Nee, ist nicht. Boah, mein Aim manchmal, ne? Boah, von mir aber die... Okay, schnell nach oben rennen, ist ja nicht schlimm.
Okay, da haben wir den letzten und dann machen wir. Das war so von mir. Okay. Tiago, wo ist Skurlocks Labor? Such die Treppe zu Skurlocks Hütte. Dort hält er deinen Freund bestimmt gefangen. Okay, aber jetzt mal hier so ein bisschen abchecken. Die Map ist schon groß. Ich glaube, da lohnt sich das mal so ein bisschen zu gucken, was es hier so gibt. Irgendwelche Truhen. Das ist eine Munikiste, die looten wir mal. Wir fangen mal hier am Anfang an. Ich meine schon eine ganze Menge. Okay. Also gar kein Loot kann ich mir jetzt hier nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt hier nichts sehen würde, dann kann ich das Gebiet nicht mit ruhigem Gewissen verlassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier nichts versteckt ist. Hier kann man natürlich nicht hoch, ne? Hier, okay. Zumindest eine. Da unten habe ich auch noch was gesehen. Okay. So, das hätten wir auch. So, hier sind wir am Anfang. Dann gucken wir mal hier noch so ein bisschen rum. So Outriders mäßig. Okay, das war ja eine Munikiste, sorry. Hier. Nee. Egal, wir haben eine Lootkiste gefunden. Ich habe ja gesagt, wenn ich eine finde, dann reicht mir das. Ansonsten hätte ich nicht schlafen können. Aber hier kann ich noch was gucken. Ah ne, geht nicht. Ich komme da nicht durch. Okay. Outriders. Zum Öffnen. Was war das denn für ein Öffnen? Menschen. Das haben sie uns injiziert. Zahiri. Er brauchte Knochenmark, damit das Gegengift wirkte. Oh. All die, die dem Krieg entkommen waren, starben stattdessen hier. Jetzt bin ich dran. Glaubst du, das ist mir leicht gefallen, Doktor? Der Zufall bestimmt. Das muss sein. Außer bei dir. Du bist vor deiner eigenen Lotterie wohl sicher. Wie praktisch. Ich erzeuge das Gegengift. Ich halte uns am Leben. Wie viele genau hast du für dein kleines Utopia geopfert? Viele bestimmt. Ich bin kein Monster. Ich trage die Bürde. Nur wenige Opfer, damit viele leben können. Oh! Oh! Was? Willst du bestimmen, wer lebt und wer stirbt? Ich versteck mich nicht hinter einem Korb. Töte ich einen Mann, weiß er, dass ich es war. Geile Worte. Das waren prägende geile Worte. Natürlich kann der andere jetzt nicht darüber nachdenken, er ist tot. Du hättest ihn nicht töten müssen. Er war ein Gelehrter. Sind nicht mehr viele von uns übrig. Er war ein selbstgerechter Mörder. Und was bin ich dann? Hm? Sein Gegengift, Gott helfe mir, wir werden es nutzen. Ihr habt noch gar nichts gesehen. Oh, August. Oh mein Gott.
Was geht ab? Mein Blick ist die ganze Zeit so. Ein Ureinwohner Enox. Krass. Okay. Ich fand August da draußen, verirrt und allein. Ich wollte ihm eine Zuflucht geben, aber Skurlock sei ihm nur ein wildes Tier zum Experimentieren. Das ändert alles. Bitte. Nicht mehr. Es spricht. Mach's gut, bitte. August, schon okay. Sie spricht aber unsere Sprache. Sie auch sind Freunde. Freund. Tiago. Okay, du bist frei. Geh nach Hause. Ein bisschen creepy. Sie haben Skurlock! Alarmiert Tank! Bring Dr. Zahidi zu meinem Truck. Nächster Kampf. Alien-Freund ist gerade verschwunden. August verschwindet nicht. Es ist eher so, dass wir Augusts Bewegung nur nicht wahrnehmen können. Wir müssen hier raus. Ich kenne einen Hinterausgang durch die Höhlen. Hol Zahidi da raus. Ich gehe durch die Vordertür und kümmere mich um Kangs Verstärkung. Okay, das ist aber krass hier. Kann ich nicht lang? Ich gucke mir mal die Map kurz an. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich muss mal so einen Überblick haben. Die Festung immer noch. Feuchtes Höhlensystem. White Water Pass. Okay. Also hier links komme ich jetzt nicht runter. Okay, schade. Da war eine Tagebuchnotiz. Jakob, ich habe Zahidi befreit. Er kommt zu dir. Und die Monster oder die Gegner kommen zu mir. Das ist doch mal ein fairer Tausch. Okay, hier bin ich erstmal sicher. Hier platziere ich jetzt mal was. Okay, schau. Oh oh, nicht sowas wieder. Aim ist sowas von on point, Leute. Das hat auch einen krassen Blumeneffekt irgendwie. Ich treffe echt selten. Das Fadenkreuz. Viele Schüsse gehen daneben. Okay. Ah, du bist auch down. Ich spiele jetzt ein bisschen safe. Merkt ihr schon. Das fällt mir direkt auf die Offensive hier. Oder in die Offensive. Und dieser Dude, das bist du jetzt da. Okay. Boah, dieses Sturmgewehr, was ich habe, erinnert mich so an Anthem. Da hatte ich nämlich auch so ein Sturmgewehr. Es hat dann immer so Blitze verschossen. Also hin und wieder kamen auch so Blitze. Das erinnert mich echt stark an Anthem gerade. Wir machen jetzt diesen Move. Mit meiner Schrotflinte. Ich hätte deine Gefährten einfach verrotten lassen sollen. Okay, keine Gegner. Und was hat das ihm gebracht? Diesen Fehler mache ich nicht. Ich finde dich und hol mir den Ureinwohner zurück. Okay, nee, ich muss zurück. Das ist dein Versprechen. Und Kang hält immer sein Wort. Gut. Dann muss ich dich wenigstens nicht verraten. Okay. Ja, das hätten wir auch wieder ein Portal platziert, markiert, diese Treppen hier, zack, auch weg, schauen. Ja, man muss das so ein bisschen organisiert, so ein bisschen strukturiert angehen. Okay, scheint, dass das Geschirr mich voll abfeiert. Ne, ist kein Geschirr, sind Dosen. So eine Blechdose. Die freuen sich auf jeden Fall. Weiter so! Hallo!
Du bist es, Kollege. Warte, also, ich muss ja abgehen, Zeit sammeln für mein Portal. Brauche ich jetzt nicht. Ich mach das jetzt mal. Ich gehe jetzt mal ein bisschen. Das ist doch einfacher. Wobei, das sage ich immer und dann sterbe ich. Jedes Mal. Da werde ich dann so übermütig. So wie jetzt. Okay, findet sie jetzt nicht. Fernzündung? Was willst du denn mit deiner Fernzündung jetzt? Oh, da ist ein. Boah, der hat mich erwischt. Alter. Wenn ich jetzt durch diese Scharfschützen sterbe, ne? Dann raste ich aber vollkommen aus. Okay, das ist der Boss. Ich muss den Scharfschützen töten. Nur, wie komme ich da hoch? Ich will ihn nur töten. Mann! Leute! Kann ich ihn markieren? Zeig dich! Bevor der andere kommt. Was? Nein, zeig dich doch. Wie komme ich denn zu dem, ey? Ey, wenn ich jetzt sterbe, ne, weil er sich nicht zeigen will. Okay, weg, 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 weg. Oh, er wollte snipen. Da bist du doch. Okay. Was ist das denn für ein Vogel? Ist das ein Technomant? Das ist doch ein Technomant. Ja, ist ein Technomant. So, jetzt. Jetzt hole ich ihn aber. Zack, zack und markieren. Jetzt hole ich ihn. Boah, oder auch nicht. Aber ich mache zu wenig Damage. Der ist down. Alter, wie viel Leben hatte der? Das mag ich übrigens nicht so sehr an dem Spiel, dass das halt der Schwierigkeit auch immer davon abhängt, wie viel Leben so der Gegner hat. Das ist schon manchmal echt übertrieben. Ihr habt ihr gesehen, das ist ein normaler Mensch, meinetwegen ein Veränderter, aber muss man da 3 Jahre draufballern? Mein Gott. Outrider, wir haben es zum Konvoi geschafft. Dein neuer Freund kennt sich hier gut aus. Okay, das Gebiet hat man schon erkundet. Oh, hier habe ich noch was. Was habe ich denn eben übersehen? Okay, ich muss da hoch. Komme ich denn da hoch? Hier. Alter. Wir sind startklar.
Oder sollen wir warten? Vielleicht will ja noch jemand Sahidi entführen. Haha, bin unterwegs. Bin unterwegs, haha. Komische Map. Echt komische Map. Achso, ich hätte mir auch wahrscheinlich porten können. Sprich mit Jakob, um die Reise durch den Wald fortzusetzen. Ja. Okay, hier ist eine Nebenmission. Aber machen wir alles noch. Machen wir alles noch. Erstmal brauche ich so einen kleinen Überblick jetzt über das Ganze. Okay, wir müssen los. Bereite den Truck vor. Krass, unbekanntes Gebiet. Alter, okay, wir müssen... Was ist das denn für ein Geräusch, wenn man... Boah, es geht aber krass weit nach rechts. Aber was ist das für ein Geräusch? Okay. Erstmal zu Rift Town. Unser Historiker-Gegenstand, Mission da abschließen. Im Osten ist eine Schlucht, ihr müsst sie südlich umgehen. Du kennst den Wald? Ja, besser als alle anderen. Ich bin kein Deserteur. Ich kam in diesen Wald als Forscher. Als Reisender. Wie du, Outrider. Wir wollen hinter die Anomalie. Weiß nicht, ob wir zurückkommen. Aber wir bräuchten einen Führer. Okay, wie stolz. Scheiße. Das ist doch keine Vergnügungsfahrt hier. Yeah, der Cooler, ey. Die Map geht ja noch weiter nach rechts. Man kann ja scrollen, auch wenn das Geräusch richtig komisch war. Ich hoffe, das Geräusch ist nicht so gewollt, wenn man so in der Map so ein bisschen mit dem Cursor scrollt, weil... Alter, wie unangenehm. So, Historiker Wurzel. Schließen wir jetzt erstmal ab. Ich habe wieder einen Gegenstand für dich, Lady. Wenn wir die Vergangenheit vergessen, bedeutet wenn wir die Vergangenheit vergessen, ist immer dasselbe. Wenn wir die Vergangenheit vergessen, nehme ich es sehr gern. Ja, ich habe was für dich. Kiste mit Erde. Ist das Dreck von der Erde? Die muss jemandem sehr wichtig gewesen sein. Vielleicht ist das unser einziges echtes Stück Heimat, das wir noch haben. An Bord der Flores zu gehen, war ja keine Überlebensgarantie. Nach dem, was mit der Caravelle passiert ist, entschieden sich viele, auf der Erde zu bleiben und den Traum von der interstellaren Kolonisierung aufzugeben. Vielleicht haben die ja alles richtig gemacht. Wer weiß, vielleicht erfährt man das ja auch irgendwann, was mit der Erde passiert ist. Yeah, blaue Sachen brauche ich nicht. Ciao. Abgeschlossen. Okay. Dann weißt weiter mit der nächsten Mission. Trenchtown. Auf nach Trenchtown. Trenchtown da. Ups, gedrückt halten. Wir haben jetzt aber, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt so 2-3 Maps noch offen haben. Also, dass es jetzt viel zu schnell ging. Also wir sind jetzt, glaube ich, schon in der dritten Map, aber dabei ist noch bei Map 1 was gewesen, also in der Waldenklave, dann bei der Festung habe ich hier vieles nicht erkundet und jetzt muss ich schon wieder zu irgendeiner neuen Map. Ich glaube, bevor ich jetzt da die Hauptstory weitermache, möchte ich... Oh, hier ist sogar eine neue Nebenmission. Okay, machen wir aber gleich. Ich werde erstmal die ganzen Sachen hier nochmal erkunden. Ihr wisst ja, wie ich hier denke, alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. So, er sagt auch wahrscheinlich immer dasselbe.
Wie wär's mit was Neuem? Ja, ist nichts Neues, Digi. Das hast du mir schon oft genug gegeben. Eine Trophäe für dich. Spaltzahn. Level 29. 28. 28. 28. Okay, wir nehmen die Schuhe. Geil, was Neues. Großmaul. Wie gesagt, ich skippe jetzt mal die Dialoge, weil ist eh immer dasselbe, was die sagen. Okay, die Handschuhe. Zeig doch mal. Achso, es war schon die ganze Zeit angezeigt worden. Brain AFK. Wir nehmen Max Leben. Anomaliekraft. Wir nehmen mal hier Anomaliekraft. So, was hast du im Angebot? Hier kaufen wir sowieso nichts ein. Nee, brauche ich nicht, danke. Da werden sich nicht von selbst umbringen. Dafür so. Brauchst du die hier habe ich meine Trophäen. Geil. Sieht doch cool aus. Und du hast aber hier noch was. Ujio, keine Ahnung. Oder Ujio. Ziel neutralisiert. Skalpkönig. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Er ist für Waffen zuständig, der andere wiederum für Rüstungsteile. Okay, ich habe es verstanden. Ich nehme die automatische Schrotflinte. Und ich wollte mit der Waffe nicht vergleichen. Ich möchte mit der anderen Waffe vergleichen, so. 6000, okay. Lebensentzug durch Fähigkeit, Heilung erhalten. Nimm wir. Wir nehmen die Pumpgun mit. So, die haben wir alle abgegeben. Ich guck mal kurz. Ups, wieder. Diese Menüführung manchmal. Alle. Kehre zum Outrider-Bunker im Steinbruch zurück. Okay. Alle Nebenmissionen können wir auch noch abschließen. Aber ich sehe auch hier wie noch eine Mission. Warum auch immer. Nehme ich an. Alle nutzen die alte Atta aus. Atta Goldstein. Pablo, bist du das? Nein. Nein. Ich bin nicht Pablo. Tut mir leid, Schatz. Ich bin Atta. Die Welt ist hart und der Tag grausam. Ein paar Besucher haben mir neulich ziemlich zugesetzt. Ist dir kalt? Kann ich dir was anbieten? Nein, ich wollte nichts nur... Nichts da. Die Suppe ist schon auf dem Herd. Ich hol dir welche. Erzähl mir was über deine Besucher. Was war mit denen? Ein junges Paar, Deserteure vom Krieg. Das junge Liebchen war schwanger. Ich konnte die zwei doch nicht frieren lassen. Ich versteckte sie vor den Behörden, ging Risiken ein. Und die haben mich beklaut. Heißt, die alte Atta ist viel zu gutmütig. Sie bestahlen mich. Nahmen meinen Ring, den Anhänger, das letzte, was mir von der Erde, von meinem Mann geblieben war. Sie soll nicht leiden. Ich will nur, was sie gestohlen haben. Dafür gebe ich alles, was ich besitze. Da bin ich aber der Falsche, indem du das sagst, ich töte mal alle. Eigentlich. Warum nicht? Ich habe nichts Besseres vor. Oh, doch, hast du eigentlich. Okay, kehre zum Outrider-Bunker zurück. Oder Moment, wo ist die andere Nebenmission? Ist die denn hier? Schätze des Lebens. Durchsuche das Diebesversteck in Trenchtown. Also ist das doch hier. Okay. Ich glaube, bevor wir Trenchtown verlassen, mache ich das jetzt hier.
Aber ich will die Tagebuchnotiz nicht sehen. Und jetzt suche im Wald nach dem Pärchen. Ach doch, im Wald. Es ist jetzt nicht mehr in Trenchtown. Ja, in Trenchtown haben wir keine Mission. Okay. Wir machen erstmal im Steinbruch. Machen wir das Erbe der Outriders erstmal fertig. Wir müssen los. Steinbruch. Hier. Ups. So, und wo genau ist das? Gucken wir mal. Die Karte, dieses immer Menü öffnen. Alter Schwede, nervt das. Am Nistplatz. Okay. Dann gehen wir mal zum Nistplatz. Wie penetrant, ne, dass er mal aufgezeigt bekommt, dass ich mal aufgezeigt bekomme, wieder Hauptmission verfolgen, Urteil. Immer so voll penetrant. Nein, ich möchte jetzt hier gerade die Nebenmission machen. Drücke jedes Mal irgendwie die falschen Tasten, weil ich mehrere Spiele auf einmal spiele und die Störung irgendwie nicht selektieren kann von Spiel zu Spiel. Weiter geht's. Was haben wir, Gegner? Ja, wir nehmen aber diese Waffen. Okay. Ah, ausgetrickst. Hier bin ich. Joa. Erstmal wegporten, nachladen. Ja, da kommen die nächsten schon. Das Sturmgewehr gefällt mir. War richtig gut sogar. Die Stabilität ist halt ein bisschen blöd, aber gefällt mir. Auch down. Aktivieren lieber. Auch down. Oh nee. Jetzt haben wir so ein. Ja, ging ein bisschen nerviger, aber ging jetzt. Ging klar. Ah nee, es war eh nicht der, es war der noch größere, ne? Ich hab mich nie dafür bedankt, dass du mich aus dem Schlaf geweckt hast. Ich wusste nicht, ob du das wirklich als Gefallen siehst. Tja, ich bin dann doch lieber bei Bewusstsein, trotz aller Umstände. Viele denken anders. Aber du scheinst besonders gut für diese Zeiten gerüstet zu sein, Outrider. Was haben du und Jane da draußen keine Gegner? Als sie mich gefunden habt? Wir haben in den Ruinen Technik gesucht. Das wundert mich jetzt. Ich dachte, ich hätte schon den halben Planeten durchkämmt, aber kurz zuvor hatte ich alte Notizen meines Vaters entdeckt. Er schreibt über die ersten Monate auf der Floris im Orbit über Enoch. Die verschobene Landung. Ja, aber nichts. Dass er Angst hatte, die Outriders runterzuschicken. Angst? Doch, die Steine hier. Wie meinst du das? War doch klar, dass die Outriders zuerst runtergehen. Ja. Aber hätte sich der Planet als nicht bewohnbar erwiesen, hatte niemand geplant, euch zurück auf die Floris zu holen. Zum Schluss eine Reise ohne Wiederkehr. Ja, ja. Krass, One-Way-Ticket.
überrascht mich aber nicht. Scheiße. Heftig. Das ist eh nie geplant, war, dass sie wieder zurück auf das Schiff kommen. Ist natürlich zerstört. Das war jedenfalls neu für mich. Und ich wusste, um grünes Licht geben zu können, muss Maxwell eine Möglichkeit gehabt haben, die Flores zu kontrollieren. Krass. Einen Ablenk. Es musste einer in den... Wenn ich den finden könnte. Du hast es geschafft. Dein Koffer. Da drin ist Maxwells Ablenk. Die letzte Hoffnung. Grün. Poetisch. Okay. Was will ich denn mit grün? Das Erbe der Outrider. Das neue Mission, mein Auge juckt, ey. Warum juckt mein Auge, Leute? Okay, wo bin ich jetzt hier? Okay. Oh, hier haben wir so ein paar Sachen, oder? Aber bitte nicht grün. Ja, blau ist aber auch so. So lila muss schon sein. Naja. Jack Tanners Tochter, Sarah. Offenbar hat sie nach ihm die Führung der letzten Outriders übernommen. Sie war eine der wenigen, die sich wehrten, als die ECA die Outriders vors Kriegsgericht stellte. Sie hat vielen Outriders das Leben gerettet, aber danach ist sie spurlos verschwunden. Irgendwie ist sie in diesem Bunker gelandet. Suche im Wald nach Sarah Tanner. Sie in den Wald, um ihren Mann und ihren Sohn zu suchen. Okay, ich muss wieder in ein anderes Gebiet. Keiner von uns rechnete damit, das ihr Leben zu überstehen. Sie starb bei dem, wozu Outriders da waren. Lager. Okay, hier auf der Map haben wir nichts mehr. Und das dann alles spielt jetzt auf einer anderen Map. Ich gucke jetzt auch einmal gleich kurz was. Einmal kurz hier, hier drauf. Dann einmal mal schauen, jetzt mal ein bisschen einen Überblick bekommen. Also Rift Town ist erledigt. Eagle Peaks erledigt. First City erledigt. Dead Rock Pass erledigt. Trümmerzone. Eine Trümmerzone wird nichts angezeigt. Achso, wahrscheinlich war das, ja, es war wegen dieser einen Mission. Ja, er hat sie erledigt. Okay, Trench Town erledigt. Steinbruch erledigt. Jetzt hier in der Waldenklave. Da haben wir noch gesucht. Die Hornisse, eine neue Mission. Gut zu wissen. Eine neue Mission. Die Festung, ja, da haben wir ein unbekanntes Gebiet. Hier geht die Hauptmission nämlich weiter. Wir wollen aber noch die anderen Sachen natürlich abhaken. Und das Erbe der Outriders geht wo weiter? Wo geht denn das Erbe der Outriders weiter? Naja, ist egal. Gucken wir in der nächsten Folge an. Ich wollte jetzt noch eine Sache hier machen. Markieren, zerlegen. Wir hatten jetzt hier neue Sachen. Hier Anomaliekraft, Bonus, Waffenstärke. Ja, machen wir mal. Dann hier bei den Schuhen hatten wir Bonus, Waffenstärke auch, wird besser. Ja. Kann auch weg. Und bei den Waffen, da bleibe ich erstmal bei dem Sturmgewehr, finde ich mega geil. Und bei den Waffen doppelläufige Pumpgun. Die markiere ich mal so separat. So. Dann habe ich zwei Pumpguns. Beide auf Level 29. Schaden 2700, Rüstung, Schaden auf lange Distanz. Was will ich damit? Schaden auf lange Distanz. Schüsse verursachen einen Verlangsamteffekt. Kugeln, die in der Nähe. Ja, ich nehme die. Egal, ich nehme die. Alles gut. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht das ganze Geloote und die ganzen Nebenmissionen etc. erledigen weiter.
das Urteil, also die Hauptmiss machen wir wirklich zum Schluss. Da sind noch so ein paar offene Sachen, würde ich gerne machen. Die Maps noch so ein bisschen erkunden. Also ihr könnt euch auf die nächste Folge freuen. Ich freue mich auch. Danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, um mich zu unterstützen. Aktiviert die Glocke, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Face. Ciao.